Herzlich willkommen zurück zum Arma 2 Private Military Company Let's Play. So, wir sind jetzt hier in Mission 11, ui. Und wollen jetzt Reynolds Villa überfallen quasi. Und damit und ihn töten und die Beweise der UN-Inspektoren sichern. So, und hier müssen wir links abbiegen. Ey, oder auch nicht. Da mal quer rüber, so. Ey, wie bin ich jetzt hier so ein bisschen... Ah. Da rechts muss ich rüber. Zack. Hier möchte ich lang. Genau, hier hin. Gut. Halten wir mal hier so an. Zack. Du kannst mit aussteigen, Kumpel. Disembark. Roger. Ready. Kannst du uns eigentlich irgendwie heilen? Nö, natürlich nicht. Naja, macht nichts. Okay. Da ein Hase. Los. Will nicht stehen bleiben, damit ich ihn abschießen kann. So, da hinten ist Reynolds Villa. Das ist nicht seine Villa, aber da hat er sich halt verbarrikadiert. Da sehen wir schon zwei Leute. Okay, da ist ein Hubschrauber. Da ist die Villa. Okay. Wollen wir den Entfernungsmesser eben nehmen? Okay. Packen wir mal den Granatwerfer aus. Mörser meine ich. Das alles wieder weg hier. So, dann machen wir erstmal, holen wir mal das Dreibein raus. Können wir mal hier so hinstellen. Zack. Das macht man dann wie folgt. Also erstmal hier Tasche öffnen. Inventar öffnen. So, das Ding hier einfach hinschmeißen. Zack, da liegt es. So, dann holt man sich hier das nächste Teil raus. Da. Den Mörser selber. Achso, andere Seite. Zack. Da hätte ich eigentlich die Waffe auch nicht ablegen brauchen. Das ist Quatsch gewesen. Ist eben nicht drüber nachgedacht. So, und dann legt man das daneben. Oder auch nicht, oder und? Dass wir das hier jetzt so zusammenbauen können. Da. Ey. Da, genau. So, ey. Da, so, da M252 Mörser montieren. Zack. Da haben wir ihn, den Mörser. Schickes Teil. Kommen wir gleich zu. So, als nächstes nicht da einsteigen. Das möchte ich nicht. Mal ein paar Vorbereitungen treffen hier. So, dann holen wir uns mal eine Stinger. Eine Rakete bitte. Ah, mach ich mit zwei. So. Ja, ist auch egal. Können wir auch ganz schnell aus dem Jeep holen hier. Falls wir nicht treffen sollen oder sonst irgendwas. Und dann möchte ich gerne das Scharfschützengewehr. Genau. Okay, was haben wir eigentlich hier noch sonst so? Okay. Gut. Das sollte soweit okay sein. So, dann speichere ich nochmal. Zack. Ja, und jetzt kann ich hier mal ein bisschen... Das haben sie auch verändert seit Arrowhead. Für,
diese für Mörser und Artillerieschläge gibt es jetzt so ein, wenn jetzt als Schütze einsteigt, so ein Feuermenü. Macht man hier Artilleriecomputer auf. Genau, so. Dann hat man hier diesen zwei Kreise und in dem Bereich zwischen diesen beiden Kreisen kann man jetzt hinfeuern. So. Da kann man aber auch noch weiter schießen. Semi, Medium, also Close, Medium, Far. Also jetzt haben wir mittleren Bereich und so haben wir den großen Bereich, den wir abdecken. So, wir brauchen jetzt den mittleren. So. Dann sehen wir hier oben noch, in welchem Grid wir uns befinden. Wenn wir zum Beispiel Durchsage macht, in den und den Grid hinfeuern, dann kann man das halt sehen, ganz schnell da oben, wo man hin, wo man gerade ist mit der Maus. Und dann Distanz, maximale Distanz und minimale Distanz, aktuelle Distanz da unter, also aktuelle Distanz. So. Okay, hier. Sorry to leave so soon, but I have an appointment. Jetzt habe ich so viel gesappelt, dass der abhauen tut. Das lade ich mal eben kurz. Das ist ein bisschen blöd. So. Das wäre ja irgendwie jetzt ein bisschen fies, weil ich ja eigentlich alles erklären tue hier. So, gut. Dann wollen wir mal feuern. So, hinklicken. So, mit links. Und dann einfach hier auf schießen. Zack. Dauert einen Moment. Schießen. Da sehen wir die jetzt anfliegen. Wie viele Sekunden die ankommen. Schießen. Da so hin. Schießen. Schießen. Da nochmal schießen. Zack. Jetzt legen wir seine Villa da. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch, ja, jetzt haben wir auch keine Munition mehr. Hoffen, dass wir ein paar Leute getroffen haben. Sorry to leave so soon, but I have an appointment. Ja, da werden wir noch was gegen tun. Wenn du gleich abhauen willst, Junge. Dafür haben wir nämlich dieses schöne Gerät hier. Dies Dinger. So. Da sehen wir, alles brennt. Er startet seinen Hubschrauber. Na, komm schon. Und Feuer. Ja, Junge. Did we hit him? Das war's. Der ist da hinten in den Tannen untergegangen. Aufgabe abgeschlossen. Reynolds töten. Da hinten bei der Straße, würde ich sagen, ist das. Naja, da hinten. Okay, ey, nächste Nachtsicht. Ja, die Mörser können wir jetzt hier so einfach mal so stehen lassen. Zack. Dann wir einfach erstmal als Fahrer wieder ein. Und dann kommen wir rein in die Kiste hier. Okay. Und speichern das Ganze. Und dann fahre ich mal darüber jetzt. Mal die Beweise sichern, die letzten Typen hier umlegen. Vielleicht.
Im Grunde eigentlich ganz einfach, diese Mission hier. Wenn man weiß wie. Kann, wenn man jetzt zu früh abschießt, kann er auch noch später abschießen. Dann landet er halt so ein bisschen außerhalb von dem Lager da. Dann kann man auch leichter die Beweise sichern. Und da oben drin steht noch ein Panzer. Das war nur ein M113. Aber immerhin. Kann man dann übrigens auch mit der zweiten Stinger-Raketen T abschießen, zumindest so doll beschädigen, dass er keine Meinung mehr hat zu kämpfen. Oh. Verlassen. Disembark. Hinlegen. Two, hit the dirt. Das war natürlich etwas unklug von mir, mich jetzt hier direkt vor der Haustür hinzustellen, quasi. Sehen. 11 o'clock. Enemy man far. Na komm schon. Traut euch. I've got him. Traut euch aus eurer Deckung. So, wieder einer erledigt. So. Two, copy my stance. Damn it, no! Reman, say something! Henry! Diese Schweine, ey. Verdammt. War ich schon wieder im Grund zu laden. Da. Ja. Das war's. Was jetzt gerade passiert ist. Reynolds liegt dann noch am Boden. Und naja, lebt noch so ein bisschen, ne? Und jetzt eben habe ich gedacht, das ist der eine Typ, den ich nur abgeknallt habe. Ja, war doch Reynolds. Jetzt habe ich auf ihn geschossen. Und sobald man ihn abknallt, also endgültig erledigt, hat man das Material zurückgeholt. Ja, das ist jetzt im Grunde passiert. Ja, eigentlich ein bisschen früher, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich dann noch den Rest auch noch erledigen. An Söldnern, die da noch rumlaufen. Ja, tja, naja, macht noch nichts, ist auch jetzt nicht so schlimm. Da oben sind dann noch ein paar Soldaten, mit denen man sich hätte aufhalten, Söldner, mit denen man sich hätte aufhalten können. Steht noch ein M113 rum. Ja, das war's eigentlich. Ja. Ja, Poet und Ray haben das Nuklearmaterial erfolgreich zurückgeholt und dabei geholfen, die Wahrheit aufzudecken. Aber um welchen Preis? So. Den einen Typen, der wurde eben noch zuletzt abgeschossen, leider. Tja, das war's. Ja, das war's soweit erstmal mit den Missionen. Im Grunde wäre die Kampagne jetzt durch. Ich werde die anderen Varianten und vor allem die andere Mission 11, die ist jetzt die Auflösung und die andere Mission FSS Täuschung, die werde ich dann auch noch aufnehmen und hochladen und die ganzen Endvideos natürlich auch noch. Ja, dafür soll es jetzt erstmal fertig sein hier und ich bedanke mich fürs Zuschauen
und wir sehen uns dann in der nächsten Mission wieder. Ciao.